Der HTW 100E3 im Klimawindkanal. Das Szenario: An einem Tag herrschen noch angenehme plus 20 Grad wie im Spätsommer. Nachts folgt der dramatische Temperatursturz auf minus 5 Grad. Danach sogar auf polare minus 30 Grad. Weitere 24 Stunden später geht es direkt in die Wüste. Plus 50 Grad. Mein Name ist Klaus Fischer, ich bin Mitglied im Rail Club. Das ist die neue Community für Gleisbauprofis. Diese eine Woche im Klimawindkanal von Railtech Arsenal war die ultimative Härteprobe für unseren HTW 100E3. Bei Oberleitungsbaumaschinen ist es durchaus üblich, dass sie 2-3 Wochen nicht in Betrieb sind und dann oft bei Minusgraden im Freien stehen. Wenn es dann zu Problemen an der Oberleitung kommt, muss alles von 0 auf 100 perfekt funktionieren. Genau dafür wurde der HTW 100E3, eine unserer neuesten Maschinen mit Hybridantrieb, gebaut. Sein Herzstück ist das innovative Batteriesystem. Es ermöglicht voll elektrisches Arbeiten auf der Baustelle. 2 Schichten mit je 6 Stunden können dadurch emissionsfrei und so leise wie noch nie bewältigt werden. Wobei wir in der Praxis schon gesehen haben, dass es die Akkus sogar länger schaffen. Für Arbeiten in der Stadt oder im Tunnel ist das von unschätzbarem Wert. Geladen werden die Akkus bei allen Bremsvorgängen durch Rekuperation und während der Überstellfahrten mit dem Dieselantrieb. Das wirklich Besondere am Batteriesystem ist das effektive Thermomanagement. 200 Sensoren messen permanent die Temperatur an den Batterien. Das Thermomanagement haben wir im Klimawindkanal ausgiebig getestet. Denn für Akkus ist es von zentraler Bedeutung, wie die Außentemperatur beschaffen ist. Trotz minus 30 Grad haben wir wohlige plus 26 Grad Zellentemperatur gemessen. Der Akku wird entweder erwärmt oder gekühlt, um ihn in einem optimalen Betriebsfenster zu halten. Dadurch sind wir von äußeren Bedingungen fast komplett unabhängig. Der Klimawindkanal simuliert die dafür wichtigen Grenzbereiche. Sogar Schneefall und Sonnenschein wurden auf Knopfdruck Realität. Zum Programm dieser Woche gehörten natürlich auch zahlreiche Funktionstests. Der HTW hat diesen ultimativen Härtetest problemlos bestanden und ist somit bereit für den Einsatz in aller Welt.